Hi Leute, heute geht es darum, warum du als Rohköstler eventuell schneller krank werden kannst als jemand, der sich omnivor als Allesesser ernährt, mit Fleisch oder auch gekocht isst. Und zwar läuft es so ab, mit Vergiftung, Entgiftung. Das muss man sich erstmal klar machen. So. Normaler Mensch, der Körper ist ungefähr so vergiftet. Und wenn ich mich jetzt meine Ernährung umstelle, in Richtung natürlichere Ernährung, dann entgiftet der Körper. Und dann gehen immer weniger Gifte in den Körper rein. Und der Körper wird dann auch wieder empfindlicher. Das heißt, wenn ich dann was Schlechtes zu mir nehme, dann kann es sein, der Körper will die Gifte dann nicht mehr einlagern und dann wird man eben krank, weil die Krankheit ist im Prinzip nur die Heilung. Die meisten Krankheiten ist es wirklich so, dass einfach der Körper probiert, Gifte loszuwerden. Das meiste, was man heutzutage an Giften zu sich nimmt, ist eben über die Nahrung und der Körper kann das einfach nicht mehr so schnell loswerden, weil man nicht genug Pausen zwischen den Essen hat. Sprich, wenn man wenig isst, dann kann man auch mal Schlechtes essen. Wenn man nur einmal am Tag isst, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Essen nicht so gut ist. Aber wenn man eben öfter als zweimal am Tag isst oder dreimal, dann hat der Körper zwischendrin nie Pausen, um zu entgiften. Und als normaler Mensch sammelt man einfach unglaublich viel Gifte an und irgendwann ist die Tonne halt voll. Und dann quillt es halt über. Der Körper probiert eigentlich ständig zu heilen. Und über alle möglichen Ventile so. Und ja, anfangs über die Haut noch viel, Pickel und so weiter. Und irgendwann schafft es der Körper nicht mehr und das verschleißt auch der Ausgang so. Dann kommen die nächsten Krankheiten, dann kommt das nächste. Und wenn man sich jetzt als Normalessender erstmal entgiftet hat, bisschen länger roh gegessen hat, weniger Gifte im Körper hat, dann ist es so, dass man einfach wieder empfindlicher auf Gifte reagiert, weil man sich eben vorher an diese schlechten Gifte dran gewöhnt hat auch. Es ist zum Beispiel auch wie, es gibt zum Beispiel Schlangen und für einen normalen Menschen ist der Biss eben tödlich von dieser Schlange. Und dann gibt es aber eben solche, ich weiß nicht, wie die sich nennen, die Leute, die dann die Schlangen wegräumen, irgend so ein Schlangenrettungsservice, auf jeden Fall. Die machen es so, dass die sich langsam in Dosen jeden Tag dieses Gift von der Schlange in sehr geringen Dosen verabreichen ins Blut. Und jeden Tag ein bisschen mehr, ein Tropfen mehr von dem Schlangengift. Und die gewöhnen sich nach einer Zeit dran, sodass sie irgendwann einfach einen kompletten Biss von der Schlange auch vertragen und dabei nicht sterben. So sind die jetzt gesünder, so, weil man sich mit Absicht jeden Tag Gift in den Körper reinhaut. Sie überleben es dadurch, diesen Schlangenbiss, aber deswegen sind sie nicht gesünder. So. Aber sie haben Vorteile in der Situation gegenüber jemandem, der nicht so gereinigt ist. Gegenüber jemanden, der gereinigter ist. Und das ist eben genau der Punkt, wenn auch ein Rohköstler zum Beispiel zu McDonald's geht, wenn ein Rohköstler irgendwie Fastfood isst oder gekocht, irgendwas durcheinander, der Körper merkt es sofort so. Der ist auf einem viel niedrigeren Level und der probiert die Gifte immer dann sofort loszuwerden und hat auch die Zeit und die Kraft dazu zu heilen. Und wenn du dann als Rohköstler irgendwas Kleines, Schlechtes isst, der Körper gibt dir sofort ein Signal und scheidet das Ganze wieder aus. Aber dieser ganze Entgiftungsprozess, der dauert Jahre. So. Je nachdem, wie schnell man das eben macht, wenn man Einläufe macht und fastet, dann geht das Ganze wesentlich schneller. Aber wenn man einfach nur auf Rohkost umstellt, nie Einläufe gemacht hat und auch viel isst, dann dauert die Entgiftung auch sehr lange. Also ich würde mal sagen, wenn man keine Einläufe macht und wirklich
nicht mal Frühstücksfasten oder so macht, dann brauchst du auch mindestens 10, 15 Jahre, so bis der Körper mal einigermaßen entgiftet ist. Es kommt eben auch immer darauf an, wie viel Sport man macht, wie sonst die ganzen anderen Faktoren sind. Also, ja, Sport beschleunigt das Ganze auch unglaublich und man soll sich einfach jeden Tag ein bisschen bewegen. Und bei dieser ganzen Entgiftungssache, weil eben die Krankheit ist die Heilung. Die Krankheit ist nur der Versuch vom Körper, die Gift loszuwerden eben. Und dann kann es eben auch sein, wenn man auf Rohkost umstellt, dass man erstmal krank wird. Aber das ist eben genau der Punkt. Man wird krank, weil der Körper jetzt die Kraft hat zu heilen, weil er jetzt die Kraft hat, die Gifte loszuwerden. Das ist aber ein völlig anderes Kranksein, als das man von vorher kennt, wenn man sich normal ernährt hat. Wenn man sich normal ernährt hat und man wird krank, dann ist es einfach nur so, Tonne ist voll, alles voller Gifte, der ganze Körper und das letzte Ventil und die ganzen Gifte gehen raus. Und wenn man sich aber jetzt entgiftet und immer niedriger kommt vom Level her von den Giften im Körper, dann geht der ganze Druck auch vom Körper weg. Man merkt genau, wie es einem nach jeder Krankheit besser geht. Und ja, diese Entgiftung verstehen halt viele nicht. Und das ist eben auch der ganze Faktor so bei vielen, die auf Rohkost umstellen. Und ich schau mal, wie ich mich fühle dabei. Es kann eben auch passieren, dass du dich schlechter fühlst. Im Allgemeinen geht dein Energielevel schon hoch, aber in Phasen, wo der Körper dann wirklich heilt und richtig entgiftet, da geht es einem auch mal schlechter. Und danach geht es einem erst richtig gut. Und das kann eben dauern so. Und das Wissen muss man eben haben. Und eben dieser Vergleich mit dem Schlangenbiss, es ist halt so, ja, dann kann es eben passieren so. Normalköstler isst irgendwie alles Mögliche, dem macht es überhaupt nichts, dem ist völlig wurscht, was er isst so. Und wenn du dann aber mal sensibler wirst, wenn du den Körper mehr gereinigt hast, dich schon länger von Rohkost ernährst, dann wird der Körper viel sensibler und dann reagiert er viel schneller auf solche Gifte. Und dann kann es eben passieren, dass man auch schneller krank wird. Aber das geht dann auch viel schneller weg, wieder die Krankheit normalerweise. Aber es ist eben, ja, wie bei diesem Biss, ja, deswegen ist jemand nicht gesünder, der sowas abhaben kann, so. Und es geht ja auch noch um andere Dinge, ums allgemeine Wohlbefinden, um die geistige Entwicklung dabei. Und ja, aber das kann eben dadurch passieren. Und dadurch wird man eben schneller krank als Rohköstler eventuell. Aber allgemein kommt man einfach in einen viel besseren Gesundheitszustand. Man ist fitter, man kann sich mehr bewegen und sollte man auch. Und ja, damit wollte ich das Ganze nochmal ein bisschen mit Vergiftung, Entgiftung nochmal ein bisschen erläutern. So. Weil das ist ein sehr wichtiges Thema und dem sind sich die meisten Leute nicht bewusst. Und das ist es eben auch. Es muss nicht schlecht sein, wenn man krank wird. Es ist eben die Heilung. Ja, das muss man selbst erfahren, wenn man fastet und so weiter, diese Entgiftungserscheinungen. Und dann wird man genau merken, wie das abläuft. Lest euch mal Arnold Ehret durch, die Bücher kann ich jedem empfehlen. Gesunde Menschen, Band 1, Band 2. Und dort wird alles erklärt, ganz genau. Und das Buch lässt eigentlich keine Fragen über. Man muss es einfach nur machen. Und das ist der viel wichtigere Punkt heutzutage. Man muss machen, selbst Verantwortung übernehmen. Nicht die Verantwortung abgeben auf irgendjemand anderen und die äußeren Umstände sind schuld oder so. Nein. So wie man vorher gelebt hat, das hat dazu geführt, dass man sich so fühlt wie jetzt. Und wenn man sein Leben nicht ändert, dann kann man auch keine anderen Ergebnisse erwarten. Und der Wandel muss von innen kommen. Ja. Ansonsten Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.